Ein neues Interview, meine Lieben, zum Thema Temptation Island VIP. Ihr alle habt das große Wiedersehen gesehen. Und wenn es euch so ähnlich ging wie mir, dann seid ihr vielleicht mit diesem Gefühl da rausgegangen, dass ihr vielleicht noch ganz, ganz viele Fragen hattet. So ging es mir auf jeden Fall. Und ich dachte, dass ich da noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringe. Deswegen habe ich heute die Gelegenheit, mit beiden zu sprechen, und zwar mit Emma und Umut. Und mich interessiert natürlich, ja, wie der Standpunkt von beiden zu Beginn der Show war, wie es danach weitergegangen ist, was alles im Detail passiert ist, vielleicht auch so sehr im Detail, was wir alles beim Wiedersehen gar nicht besprechen konnten. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute alles erfahren werden. Guten Tag. Na? Hallo. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ne? Weil das wird jetzt natürlich sehr spannend. Ich glaube, das ist für viele Leute auch ein sehr emotionales Thema. Deswegen, ich will jetzt gar nicht euch darüber belehren, dass, so wie das bei Temptation Island VIP gelaufen ist, dass das vielleicht hätte besser laufen können in bestimmten Punkten. Aber ich glaube, das wisst ihr selber. Ja, definitiv. So. Jetzt würde mich aber interessieren, wie, ja, das alles so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Also natürlich auch, ich werde euch jetzt beide Fragen stellen, die ihr von unterschiedlichen Standpunkten natürlich aus beantworten könnt oder werdet. Ich fange mal mit Emma an. Du bist als Verführerin gestartet in diesem Format. Wir alle wissen, was die Aufgabe einer Verführerin ist. Genauso die gleiche Aufgabe wie bei einem Verführer. Mit was für einem Gedanken bist du da rangegangen? Also wir wissen jetzt, du bist mit Umut zusammen, du hast dich dort verliebt. Das wird ja jetzt wahrscheinlich nichts gewesen sein, was du so einkalkuliert hast. Nee, definitiv nicht. Also geplant war das ganz klar nicht. Ich hatte auch niemals gedacht, dass es halt so kommen könnte. Ich bin auch ganz klar mit dem Mindset reingegangen, dass ich dort auch maximal, wenn überhaupt, jemanden küssen würde. Das ist natürlich auch noch eine große Thematik. Mhm. Und war dann natürlich sehr schockiert, als ich dann da reinkam und um die Ecke kam und man halt sofort gemerkt hat, dass es halt gefunkt hat. So, und dann hat man erstmal gedacht, gut, lassen wir das Ganze erstmal auf uns zukommen. Ich habe ja auch noch einen Job hier. Hat man erstmal die Zeit so mitgenommen, wie es dann halt war. Aber man hat dann tatsächlich ab der Hälfte dann doch gemerkt, dass sich da schon sehr starke Gefühle entwickeln. Und ich hatte auch viele Gespräche mit Umut in den sogenannten Off-Cam-Momenten, wo er mir halt auch schon gesagt hat, dass es auch von seiner Seite aus er auch schon Gefühle gegenüber mir hat und mich im Grunde genommen gerne kennenlernen wollen würde. Und ja, so mit diesem Mindset dann die restliche Zeit verbracht. Und dann letztendlich hatten wir da auch noch mal ein Gespräch vor dem letzten Date, wo er mir dann auch ganz klipp und klar gesagt hat, er möchte seine Beziehung nicht mehr. Er ist im Vorhinein schon unglücklich gewesen und er möchte mich unbedingt gerne weiter, auch im echten Leben weiter kennenlernen. Ja. Das ist eine perfekte Überleitung zu Umut. Umut, wir hatten ja damals schon mal gesprochen und wir hatten eigentlich so ein bisschen darüber geredet, wie diese Beziehung quasi zwischen Bachelor in Paradise und Temptation Island war. Wie würdest du denn jetzt einschätzen, aus der heutigen Sicht, wie war der Zustand der Beziehung, als ihr wirklich in dieses Format gegangen seid? Und ich frage da wirklich ganz konkret, weil es gibt ja oft diese Fake-Vorwürfe, die ich euch jetzt nicht unterstellen möchte, um Gottes Willen. Aber ich habe den Eindruck, sonst wäre das jetzt mit euch nicht passiert, dass die Beziehung in einem Zustand gewesen ist zum Start der Show, wo man eigentlich schon den Haken hätte ranmachen können. Genau, richtig. Also ich sag mal so, unsere Beziehung stand sowieso schon auf der Kippe. Und klar, natürlich hat man noch Gefühle füreinander gehabt, aber es war letztlich Emma diejenige gewesen, die mir halt dann gezeigt hat, wie kaputt doch dann die Beziehung ist und wie unglücklich ich auch bin. Würdest du sagen, du hast es dir vorher schön geredet? Ich würde sagen, dass es so meine eigene Wahrnehmung war, es mir selber irgendwie irgendwo schön geredet habe. Und ich habe selbst ja auch noch nie wirklich einen Menschen in meinem Leben kennengelernt, der mir das so gezeigt hat. Weißt du, aber nicht nur das, dass ich unglücklich in einer Beziehung bin, sondern auch es Dinge an mir gibt, an die ich arbeiten muss und sollte, weißt du? Und das sind einfach auch diese Punkte, was mir halt immer auch gezeigt hat. Und nicht nur, dass die Beziehung kaputt ist, sondern auch Punkte, wo ich auch an mir arbeiten sollte und muss. Und das sieht man ja auch bei Temptation so auch nicht. Als du reingegangen bist, hättest du, das ist eine ähnliche Frage wie gerade an Emma, hättest du dir jemals vorstellen können, dass das so ausgeht, wie es ausgegangen ist? Tatsächlich nein. Das
kann man sich so gar nicht ausmalen. Man kommt halt rein und denkt sich, ja gut, verbringt dann halt dort die 2 Wochen. Hm. Man macht sich natürlich Gedanken, wie könnten diese 2 Wochen ablaufen. Aber dass es dann so kommt, ja, hätte ich nicht mitgerechnet. Was ist denn euch, also die Frage könnt ihr auch beide jetzt beantworten, auch unabhängig voneinander. Also ich meine, für Umut ist natürlich insofern krasser, weil Emma ist Single da drin. Ne? Jetzt kann man natürlich sich darüber streiten, ob das jetzt moralisch oder unmoralisch ist, aber da müsste man die ganze Sendung in Frage stellen. Also naja, ist ein Fakt, ja? So, ja. Umut ist derjenige, der, wenn er das gewollt hätte, eine Grenze hätte ziehen müssen. Wann war denn der Moment, wo ihr auch gemerkt habt, okay, das ist jetzt wirklich was Ernstes, weil wir alle kennen das auch irgendwie, dass man sich so denkt, man ist im Urlaub, man lernt jemanden kennen und ein Urlaubsflirt ist so schnell da, wie er auch wieder weg ist. So, das heißt, ihr spielt natürlich auch mit dem Feuer, Umut natürlich noch viel mehr. Wann kam der Punkt, wo du gemerkt hast, boah, ich glaube, das ist doch ein bisschen mehr? Also, wenn ich das einmal beantworten darf, also beim zweiten Date konkret hatten wir auch bei diesem Bootsdate hatten wir auch einen Aufkehrmoment und das war der Tag, wo er mir zum ersten Mal seine Gefühle gestanden hat. Mhm. So, und ich glaube, danach hat das dann recht schnell Fahrt aufgenommen und dann ab der Hälfte, kannst du ja gleich nochmal sagen, wie es für dich war, aber ich glaube, ab der Hälfte haben wir halt echt gemerkt, so, wow, okay, so, das ist jemand, der, wir sind extrem gleich, wir sind uns sehr ähnlich in vielen Punkten. Und so eine Verbundenheit hat man, also ich persönlich noch nie gespürt mit irgendwem und ich hatte davor auch eine lange Beziehung und sowas kannte ich gar nicht. Mhm. So, und da auch von Umuts Seite hat er, glaube ich, auch gemerkt, okay. Also ich kann mal so viel sagen, was ich einfach für mich gemerkt habe, ich meine, man kann das so ja auch nicht sehen. Und das Ding ist ja auch, ich selbst habe Punkte auch an mir gemerkt, wo ich zuvor selbst davor nie gesehen habe. Ich möchte gar nicht irgendwie alles auf die Beziehung schieben, sondern auch viele Punkte auch an mir, wo ich einfach gemerkt habe, boah krass, das sind wirklich so tiefgründige Gespräche, wo ich mit Emma führen kann und ich mir das gar nicht unangenehm sein muss. Und in der vorherigen Beziehung, abgesehen von Jana, auch allgemein eine Frau, die ich auch mal kennengelernt habe, konnte ich irgendwo gar nicht wirklich ich selbst sein. Man hat einfach eine gewisse Vergangenheit, also zumindest mal, ich spreche jetzt mal von mir aus, wo es wirklich Punkte gibt, sei es irgendwie mal selbst zu reflektieren, sei es auch mal in Punkten, wo man mal sein Ego, in Streitthemen, genau, ich mal auch mein Ego mal zurückstecken muss. Und das ist einfach das, was ich bei Emma gespürt habe. Und das war so, abgesehen von Jana, auch bei den anderen Frauen, nicht so gewesen, dass ich das selber für mich gemerkt habe. Und damit rede ich jetzt nicht die anderen Frauen, sondern mich selbst schlecht. Mhm. Und das ist wirklich tatsächlich wirklich ein Punkt. Es gibt viele Dinge einfach und so viele Punkte, wo ich auch mit Emma auch mal drüber sprechen konnte, wo ich zuvor noch nicht kannte. Das waren verschwommene Bilder, die ich immer wieder verdrängt habe, die dafür gesorgt haben, wo mal in gewissen Momenten ein emotionaler Impuls kam, wo ich mein Ego auch nicht zurückgesteckt habe, wo ich auch nicht reflektiert habe. Und das ist die Frau jetzt an meiner Seite einfach, die mir das gezeigt hat, die mir das Gefühl gegeben hat, lass es raus, sprech mit mir darüber, wo es mir nicht unangenehm ist, über meine Schwächen auch zu sprechen. Ja. Jetzt interessiert mich natürlich, und ich glaube, das interessiert auch viele Zuschauer da draußen, zu dieser Erkenntnis zu kommen, ist erstmal nichts Schlimmes. So, also das ist, ne, das kann passieren, das bringt dieses Experiment vielleicht auch mit sich. Warum bist, ich sage jetzt mal, zu Umut, ja, bei Emma ist es wieder, ich weiß, sie hat auch andere Grenzen, aber warum bist du nicht in dieses Lagerfeuer gegangen, hast die gemeinsame Nacht vorher weggelassen und hast einfach gesagt, pass auf, ich habe jemanden kennengelernt, ich habe viel über mich gelernt, ich habe viel über unsere Beziehung gelernt, das passt nicht, ich glaube, wir sollten das hier beenden. Das wäre ja eine andere Situation gewesen, als das, was wir jetzt erlebt haben. Warum seid ihr beide diesen krassen Schritt noch gegangen? Ich sag mal so, Stand da Folge 12 an diesem Tag, boah, rückblickend betrachtet, als ich die Folge auch gesehen habe, habe ich mich selbst auch so gar nicht wiedererkannt, weil ich wirklich in all diesen Monaten auch bis jetzt durch Emma auch, die Frau an meiner Seite, die halt wirklich auch mir zeigt, dass es wirklich auch Punkte gibt, wo ich mich selbst eigentlich gar nicht wiedererkenne. Wirklich in Momenten, wo ich emotional so impulsiv bin und so ein Ego auch hatte, wo ich dann halt mehr irgendwie an mich oder ich in meiner eigenen Welt war. Und da zu dem Punkt, ich so eine Selbstschutzmauer aufgebaut habe und ich wusste, ich habe einen Fehler gemacht. Und dadurch kam diese Selbsthaltung, Selbstschutzhaltung, wo ich hätte das alles anders angehen sollen. Das ist mir auch jetzt bewusst,
rückblickend betrachtet, als ich auch das Finallagefeuer gesehen habe, hätte ich ganz anders vorangehen sollen. Ich wollte gerade sagen, ich kann das ja beurteilen, was Umut für ein Mensch ist, und er ist halt schon sehr stur, und ich habe halt auch gesehen, wo ich das Lagerfeuer gesehen habe, ich fand das natürlich auch nicht gut, aber dessen ist sich Umut bewusst, und ich habe ja auch meine Meinung dazu, und man hat wirklich gesehen, ich als Mensch, der ihn wirklich kennt, dass er da komplett mit dieser Einstellung reingegangen ist, nee, scheiße, hier ist gewaltig was schiefgelaufen, aber ich kann es auch aufgrund von meinem Ego jetzt nicht zugeben, ich kann es jetzt nicht offen ansprechen und die Hosen runterlassen und sagen so, hey, okay, das war einer too much, es tut mir wirklich leid. Und deswegen hat er dann auch angefangen anzugreifen. Angriff ist der beste Abwehr. Und natürlich ist das nicht in Ordnung, das weiß er. Hat er auch von sich aus reflektiert. Und aber das hat halt dazu geführt, dass er sich dort zu verhalten hat. Ja. Total. Hose runterlassen ist ein gutes Stichwort. Das war auch noch so eine Frage. Warum habt ihr diesen letzten Schritt noch gemacht? Ich dachte mir so, ey, das war quasi fast der letzte Drehtag. Es kam im Prinzip noch das Lagerfeuer. Ich dachte mir so, warum habt ihr nicht gewartet auf danach? Also jetzt auch wieder die Frage an dich leider, Umut, weil ich muss leider wieder sagen, Emma ist Single, tut mir leid. Also, oder Glück für dich, je nachdem, wie man es gerade sagen will. Aber warum dieser letzte Schritt noch? Warum nicht der klare Cut und danach kennenlernen und Spaß haben und whatever? Ich sag mal so, Stand Folge 12. Ne? In der Nacht. In der Nacht stand Folge 12. In der Nacht war das war schön, ich habe damit abgeschlossen und war so meine eigene Wahrnehmung, war so meine eigene Welt, dass ich mir das Recht rausnehmen kann, dass ich dann noch mit Emma schlafe, dass ich mit ihr jetzt den Tag, den Abend, die Nacht noch schön verbringen kann. Als wenn du Single wärst. Als wenn ich Single wäre. Mhm. Und das ist einfach nur mal das, wo ich mir halt dann denke, gut, man ist ein Format 24/7 aufeinander, da fühlt man einfach die ganzen Gefühle und Emotionen ganz anders und viel intensiver wahr. Ja. Und das war dann zum Schluss, war das dann halt einfach, es ist schön, ich habe so krasse Gefühle entwickelt, dass ich dabei dann nur an mich gedacht habe, statt das abzuwarten. Man hätte genauso auch noch abwarten können. Und das war dann ein Schritt zu viel. Also wie es passiert ist, unter diesen Umständen, das Temptation Date war ein No-Go. Nicht in Ordnung, Definitiv, das war nicht in Ordnung. Aber dass ich halt wirklich Gefühle entwickelt habe, das war für mich etwas, das bereue ich auch nicht. Genau, und eine Sache, die ich dazu auch noch sagen will, ist, ich glaube auch, dass bei Umut oder bei uns extrem so nochmal diese Hürde gefallen ist, weil wir ja wirklich auch nochmal diesen Aufklärmoment, also im Auto hatten, auf dem Weg dorthin und auch offen auch über unsere mögliche Zukunft gesprochen haben. Und da hat Umut auch schon gesagt, für mich ist vorbei. Er hat da auch vor der Kamera den Ring abgenommen und gesagt, für mich ist vorbei. Klar, das ist nicht in Ordnung, weil man hätte noch auf eine Aussprache warten müssen. Aber für ihn gefühlt war es durch. Und deswegen hat er sich dann wahrscheinlich auch, in dem Moment keine weiteren Gedanken mehr drum gemacht. Wie ging das für dich weiter, Emma? Also ich meine, dann ist dieses letzte Date vorbei. Du fliegst dann wahrscheinlich direkt nach Hause, bist erstmal abgekapselt von Umut. Du weißt, er hat dann dieses Lagerfeuer. Man weiß ja auch nicht, wie das ausgeht. Hätte ja auch sein können, dass sie so eine intensive Besprechung haben, dass sie doch sagen, okay, wir probieren es weiter. Na, also man weiß es jetzt nicht so. Ja. Wie ist denn das weitergegangen? Du sitzt dann im Flieger nach Hause und irgendwann ruft er dich dann an? Oder das war tatsächlich so, dass ich sogar noch eine Nacht länger in Kroatien bleiben musste. Und in der Nacht hatte Umut ja das Lagerfeuer. Ich hatte ihm da auf dem Kärtchen meine Handynummer, glaube ich, aufgeschrieben, damit er mich halt erreichen kann. Habe ihm nochmal viel Kraft gewünscht für das letzte Lagerfeuer. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann nachts um 3 oder so irgendwann einen Anruf von ihm bekommen habe. Und dann haben wir uns tatsächlich auch noch in dem Hotel, wo ich dann war, oder in dem Airbnb, auch noch nach dem letzten Lagerfeuer gesehen, uns nochmal gesprochen und uns halt nochmal gesehen. Und dann bin ich halt nach Hause geflogen, am selben Tag wie er auch, wie mit allen anderen Kandidaten ebenfalls. Und einen Tag danach bin Donnerstagnacht angekommen und Freitag früh bin ich dann zu Umut gefahren, weil wir fühlen ja auch eine Fernbeziehung, also es sind auch 10 Stunden Autofahrt. Boah. Aber dann bin ich mit ihm gefahren. 10 Stunden, Und dann haben wir uns halt weiter kennengelernt, Das wollte ich gerade fragen, weil dieses Kennenlernen ist ja jetzt auch spannend insofern, weil nur weil man jetzt in dieser Bubble, wenn man in dieser Bubble ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Dating-Show ist, das ist keine Dating-Show, aber für euch hat es sich natürlich so angefühlt, man ist in dieser Bubble, es gibt nichts anderes und dann ist es ja oft so, dass man rauskommt in die Realität und es irgendwie nicht passt oder manchmal vielleicht auch schon. Wie war denn das in den ersten Wochen für euch?
Also erstmal, als ich hier zu Hause ankam, habe ich echt so ganz kurz gedacht, hä, ist das gerade wirklich passiert? Das war so surreal und ganz komisch, wo man dann wieder in der Realität angekommen ist. Ich dachte, okay, also weiß ich jetzt nicht. Aber wo wir uns dann wieder gesehen haben, haben wir wirklich eine sehr schöne, intensive Zeit zusammen verbracht und haben halt auch für uns gemerkt, wow, es ist ja noch, man kann ja auf einmal noch viel offener miteinander sprechen und noch viel ehrlicher miteinander sein und über viel persönlichere Dinge auch sprechen, weil man ja nicht überall Kameras und Mikrofone hat. War diese Kennenlernzeit nochmal so intensiv, dass er wirklich gesagt hat, okay, trotz der Entfernung, trotz den Umständen und allem, wie es ist, möchten wir der Sache eine Chance geben oder sind fest davon überzeugt, dass wir eine Chance haben. Und es hat auch auf Anhieb geklappt? Ja, also wir haben uns erstmal kennengelernt, dann hat Umut mich irgendwann gefragt, ob ich seine Freundin sein möchte, dann sind wir zusammengekommen, dann gab es aber leider einen Break. Es war nämlich so, aufgrund der Entfernung und dass Umut natürlich auch, wie jeder Mensch sowieso auch sein Päckchen mit sich trägt, seine Probleme hat und es gab da häufiger dann leider mal Kommunikationsschwierigkeiten durch die Entfernung. Da gab es Diskussionen, auch aufgrund von Ego und Eifersucht, das ist ja normal, jeder Mensch hat das, der eine größer, der andere kleiner. Ja, hatten wir dann schon viele Konflikte, die man auch so nicht regeln konnte, weil wir total aneinander vorbeigeredet haben. Dann legt Umut einfach auf oder ich leg einfach auf und dann verhärtet sich dieses kleine Problem so doll, dass man dann irgendwann an einem Punkt war, wo es einfach gesund so, also es war nicht mehr gesund und so hätte es nicht weiterlaufen können und dann gab es einen Cut. So. Und da, das war ungefähr einen Monat lang, da sind wir beide nochmal komplett, ja, haben da nochmal den Schmerz gespürt, wie es halt ist ohne den anderen und haben dann, glaube ich, nochmal beide selber gemerkt, dass wir das so nicht möchten. Aber ich für meine Seite habe ganz klar gesagt, Umut muss von sich aus bei mir sozusagen ankommen oder er muss von sich aus das wollen, weil es bringt nichts, wenn ich zu viele Schritte auf ihn zumache. Dann wird er vielleicht gar nicht reflektieren können, was auch vielleicht von seiner Seite nicht so in Ordnung war. Und da kam er dann Gott sei Dank dann auf mich zu, reflektiert und dann konnten wir uns aussprechen und das Problem oder die Probleme klären und jetzt Gott sei Dank eine gesunde Beziehung führen. Das Ding ist halt auch bei mir, Ramon, das ist halt irgendwie auch das Problem, was ich, glaube ich, das ganze Leben, glaube ich, mit mir mittrage. Das sind einfach gewisse Dinge, einfach auch viel passiert auch so im Leben, wo halt einfach so verschwommene Bilder einfach auch sind, die ich immer wieder mal zurückdringe so ein bisschen. Und ich glaube halt einfach, dass da halt dadurch halt einfach diese gewissen Punkte da sind, wie sei es man auch stur oder dass man gewisse Punkte, wo man Ego auch nicht zurückstecken kann. Oder sich einfach eine Meinung bildet und sich sagt, das ist jetzt so, ohne überhaupt den anderen zu fragen, was ist denn wirklich? Genau, oder zu halt zu verstehen halt einfach. Weil du gar nicht verstehen wolltest. Richtig, genau. Und das ist halt, sind halt einfach so gewisse Punkte, wo ich halt dann versucht habe, einfach mal selber wirklich mal in mich zu gehen und zu fragen, ob das wirklich eine Art von Leben ist, wo ich in Zukunft auch überhaupt irgendwann glücklich bin, glücklich auch mit mir selber, eine glückliche Beziehung führen kann. So, und das war dann tatsächlich so, dass ich mir halt wirklich meine Gedanken gemacht habe, was habe ich dann auch davon, was habe ich auch an dieser Frau, was habe ich an Emma so. Und das sind einfach die Punkte, wo eigentlich Emma auch in mir gesehen hat und mir auch damit hilft, wo ich auch wirklich diese Themen und diese Punkte auch offen angesprochen habe und gesagt, Schatz, guck mal, pass mal auf, habe ihr das offen, wirklich komplett offen kommuniziert. Wieso, weshalb, warum du so bist, wie du bist? Warum ich halt auch so bin, wie ich bin. Und das konnte ich halt bei Emma. Und das habe ich auch getan. Und das konnte ich davor in meinem Leben wirklich noch nie. Das sind sehr, sehr wenige Menschen. Das ist meine engste Familie, also meine Familie, klar. Und zum Teil dann noch Emma und dann vielleicht mal noch mein bester Freund. Sonst kennt niemand so mein Leben. Und das war einfach ein Punkt für mich, okay, Mut. Wenn du so etwas wirklich an der Frau hast und du halt auch eigentlich glücklich bist, dann ist es wirklich auch mal eine Zeit an der Reihe, das auch mal einfach offen zu kommunizieren. Und auch an sich mal was zu verändern. Genau, und wenn dir die Frau wirklich so am Herzen liegt. Hast du dann eigentlich in der Zeit nochmal mit Jana Maria gesprochen? Ja, da habe ich auch in der Zeit mit Jana Maria gesprochen, habe da auch für mich einfach eingesehen, dass das auch so nicht in Ordnung war, habe mit ihr telefoniert, habe mich auch dafür entschuldigt. Und das war auch noch vor der Ausstrahlung gewesen. Und dann hat man da auch ganz normal coolen auch Kontakt gehabt. Sie fand das auch cool und schön von ihrer Seite aus so, hey, cool, dass du mich anrufst und dich doch dafür entschuldigst.
Und ihr hattet dann ja sogar auch freundschaftlichen Kontakt. Ja, ganz normal freundschaftlichen Kontakt auch gehabt und den auch gehalten, mal auch sich ein bisschen auch so ausgesprochen, über die Ausstrahlung halt einfach auch. Und ja, genau. Jana hatte sich ja auch bei mir gemeldet und hat mir dann auch gesagt, dass sie halt nicht böse auf mich ist oder irgendwie, irgendwie Zorn oder sonst was verspürt. Und ja, aber eigentlich bis zum Punkt des Wiedersehens bei uns alles cool, ja. Ich würde gerne mal noch eine Frage stellen, bevor wir zum Wiedersehen kommen. Ja. Hattet ihr beide Angst vor der Ausstrahlung? Wir, ja, also wir wussten ja, was wir gemacht haben. Wir wussten ja, was alles passiert ist. Und wir haben uns monatelang natürlich ausgemalt, was könnte jetzt gezeigt werden, wie genau wird es dann sein. Und auch obwohl ich Single bin und natürlich im Endeffekt nur so meinen Job gemacht habe und meine Gefühle stehen auf einem anderen Blatt Papier, ist es natürlich trotzdem so, dass man natürlich auch weiß, dass man auch von der Öffentlichkeit dann auch schnell gerne mal verurteilt wird. Und da habe ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht und Umut sich natürlich auch sowieso, weil man es ja auch gesehen hat letztes Jahr, wie es bei beispielsweise Alex und Vanessa war, was die da abbekommen haben, ist natürlich auch besorgniserregend, dann, wenn man weiß, man steckt in einer ähnlichen Situation dann. Und ja, also wir haben uns sehr viele Sorgen gemacht und ich muss aber sagen, ich bin schon sehr erleichtert darüber, wie die Ausstellung dann verlief, weil das, was ich jetzt gesehen habe, war nicht so dramatisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay. Ich würde jetzt mal gerne direkt darauf zu sprechen kommen. Du hast gesagt, da gab es einen freundschaftlichen Kontakt mit Jana Maria, auch, also du hast dich auch mit ihr ausgetauscht, Emma. Genau. Du hast ganz bewusst gesagt, bis zum Wiedersehen. Was ist denn passiert, dass der freundschaftliche Kontakt beim Wiedersehen nicht mehr so war? Genau, also Jana und ich hatten halt freundschaftlichen Kontakt, haben uns auch ab und zu mal auf Instagram dann geschrieben und sie wollte mich auch unbedingt persönlich kennenlernen, mit mir einen Wein trinken gehen alleine und alles. Was ich in dem Moment, also ist ja lieb gemeint, aber erstmal ein bisschen komisch finde, weil ich bin dann die Neue von ihrem Ex. Und da dann einen freundschaftlichen Kontakt zu suchen, weiß ich halt nicht, aber gut. Und es war dann halt so, dass beim Wiedersehen sie, dadurch, dass Umut ja auch freundschaftlichen Kontakt mit ihr gehalten hat, wusste sie auch von unserer kurzzeitigen Trennung. Und sie hat mit der Produktion darüber gesprochen. Und dann wurde beim Wiedersehen eine Thematik angesprochen von Yannick, dass ja etwas passiert wäre bei Jana Maria kurz nach der Show. Und dann hat Lola mich gefragt, was ist denn kurz nach der Show passiert? Und die Produktion wusste, dass ich weiß, was damals vorgefallen ist. Und da keine Antworten wollte, habe ich dann halt gesagt. Damit wollte ich ihr Verhalten nicht beurteilen oder verurteilen, sondern lediglich auf Lolas Frage antworten, weil es sehr unangenehm war, diese Stille, die da im Raum herrschte, weil sich keiner getraut hat, das auszusprechen. Und es war ja so, dass Jana halt mit dem Philipp, einem Verführer aus der Villa bei Temptation, sofort nach der Show Kontakt hat und die auch intim geworden sind. Ja. Und da stellt sich mir dann, habe ich halt lediglich nur ihre ehrlichen Gefühle hingegen Umut in Frage gestellt, weil ich halt glaube, dass eine wirklich verletzte Frau weder den freundschaftlichen Kontakt zu der Neuen sucht, b, halt, ja, dass sie anscheinend ja auch Gefallen gefunden hat an den Verführern in der Villa und es da halt nur bewusst dann natürlich zurückgehalten hat. So. Und da kam es dann natürlich leider zur Eskalation. Darf ich was dazu sagen? Ja, also erstmal wundert es mich gerade, dass das so ein bisschen von Yannick da reingeworfen wurde, aber gut. Das finde ich jetzt natürlich komisch. Ich kann, also, dass sie Kontakt zu dir freundschaftlich sucht, finde ich komisch, bin ich ehrlich. Ich auch. So, ich finde es aber auch von deiner Seite komisch, wenn du daran Interesse hattest. Und ich finde es auch, also ich glaube, das ist auch für Umut komisch. Also egal, wen ich von euch dreien angucke, das finde ich total komisch, vor allem nach so einem Vorfall, nach so einem Ausgang, finde ich total strange. Aber jeder ist halt anders, so what. Aber für mich wäre es No-Go, ja. Egal, welche Rolle ich gerade von euch einnehme. Das mit dem anderen Mann, weiß ich nicht, erinnert mich jetzt natürlich, bin da jetzt natürlich nicht ganz neutral, weil ich natürlich mit Umut damals schon gesprochen habe und das erinnert mich jetzt natürlich an eine Situation, Umut, du weißt, was ich meine, als ihr damals getrennte Wege gegangen seid und du eine Frau kennengelernt hast und du mir erzählt hast, dass du das, glaube ich, einfach gemacht hast, weil du in dieser Situation die Aufmerksamkeit und die Bestätigung genossen hast. Erinnerst du dich, Umut? Dann kann ich mich erinnern. Ja, und ich glaube, das wird wahrscheinlich nichts anderes gewesen sein. Ich glaube, also ich verstehe den Gedankengang, dass man sagt, hey, Moment mal, wenn die Beziehung zerbricht und sowas passiert ist, wie kann Person XY sofort mit jemandem, ne? Ich verstehe diesen Gedankengang total. Ich glaube, das liegt oft einfach
Ja, es ist eine Kurzschlussreaktion. Jeder möchte Aufmerksamkeit, Bestätigung, verletzter Stolz, auch berechtigt natürlich. Ja, ich glaube, das ist die einfache Antwort. Definitiv. Mir ist es auch nochmal wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass ich sie dort aber auch nicht angreifen wollte. Ne? Ich im Endeffekt, was soll ich für ein Problem mit ihr haben? So, ne? Wenn überhaupt sollte sie ein Problem mit mir haben. Ja. Und auch warum ich dann natürlich auch noch nett geantwortet habe gegenüber ihr, wo sie sich bei mir gemeldet hat, ist natürlich, weil ich natürlich Empathie habe und mir denke, okay, also die Frau kommt jetzt schon auf mich zu, wie asozial wäre das von mir, wenn ich da jetzt auch noch irgendwie, ne, Ich verstehe deinen Gedankengang total. Ja. Ganz kurz, ist halt nur, was man halt da natürlich, klar, dieses Gespräch haben wir ja dann auch nochmal gehabt, was das betrifft, wo ich ja dann kurz, als ich dann ja auch da war, ich war schon in längerer Zeit, und ja dann auch Schluss hatte, wo es dann passiert ist. Es geht ja auch darum, ich meine, das ist ja ein Format, Insel der Versuchung, und das war das, warum es auch so beim Wiedersehen wahrscheinlich angesprochen wurde, weil das auch sehr komisch war, oder vielleicht jeder... Ja, weil es halt ausgerechnet jemand aus der Villa halt war. Okay. Mhm. Das halt deswegen dann wahrscheinlich dann beim Wiedersehen auch so angesprochen wurde. Und wir halt nur einfach nur mitbekommen haben wohl, dass das dieser... dass das so passiert ist? Nee, oder was ist? Auch gerade derjenige, der die größte Versuchung war und wohl beim Offcam da gesagt wurde, dass du bist ja die größte Versuchung. Ja. Hm. Kann man den Namen sagen? Ja, achso, ja, also Jana hat halt zu Philipp gesagt, du bist für mich hier die größte Versuchung und deswegen kommen wir bloß nicht zu nah, ist nochmal weggerannt und keine Ahnung, irgendwas, hat er erzählt. Und ich finde, es hatte einfach nur so einen komischen Beigeschmack dadurch, dass es einfach jemand aus der Villa war und sie halt offensichtlich da versucht hat, da nicht zu nah oder irgendwie ihm zu nahe zu kommen, weil es eine mögliche Gefahr für sie gewesen wäre. Und ja. Wie ist denn das überhaupt rausgekommen, interessiert mich jetzt natürlich. Ich bin tatsächlich im selben Management wie Philipp. Okay. Und deswegen waren wir auf einem Event zusammen und wir verstehen uns freundschaftlich gut. Und dann hat er mir das erzählt, hat mir auch irgendwie Chatverläufe von denen gezeigt und so. Und ja, so kam das Ganze dann raus. Und nee, sie hat es sogar auch selber Denise und so erzählt. Und dadurch, dass wir immer mit der Produktion vor dem Wiedersehen telefonieren, haben das dann wohl ein paar Leute der Produktion erzählt. Also ja, so einer sagt, dann sagt sie ja, klein Buschfunk quasi. Okay. Ja. Aber war das Wiedersehen generell für euch beide, also unangenehm, war es okay? Also ich meine, wenn ihr wahrscheinlich nur ans Wiedersehen gedacht habt, dachtet ihr schon so, oh mein Gott, bitte nicht, weil euch ja klar sein dürfte, dass ihr mit der Thematik da jetzt keinen Pokal nach Hause tragen werdet, ne? Ja, nee, also es war sehr unangenehm, extrem unangenehm. Ich glaube, das ist fast das Unangenehmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Aber sowas in so einer Situation möchte man nicht stecken. Ich vor allen Dingen, ich komme da auch noch alleine rein. Die sitzen alle schon mit Lola, ne? Die Kamera ist auf eingerichtet, dann habe ich ja auch noch mal nicht mal die Folge vom letzten Date gesehen, weiß ja gar nicht, was mich da erwartet. Und dann muss ich das inmitten mit voller Lautstärke von der Moderatorin vor ganz Deutschland mit den anderen, die vielleicht auch nicht so gut auf mich zu sprechen sind, mir halt anschauen. War extrem unangenehm und besonders halt auch, dass mit dieser Lautstärke und so da alles gezeigt worden ist, für mich als Frau halt sehr unangenehm gewesen, ja. Wie ist denn jetzt generell der Kontakt mit Jana Maria? Also habt ihr beide jetzt noch Kontakt mit ihr? Schreibt mir halt dann mal halt gerade so, wie es mir geht. Bei dir, ich weiß nicht, hast du dir jetzt mal geschrieben? Ich hatte ja nur mal irgendwas in meiner Story geschrieben und da hat sie mit einem Herz drauf reagiert, aber jetzt hat sie mir entfolgt und irgendwie, keine Ahnung, äußert auch vielleicht ein bisschen Kritik gegenüber mir, bezüglich dem Wiedersehen wahrscheinlich, so ein bisschen die negativen Gefühle, keine Ahnung, auf Social Media. Und ich glaube, das Ding freundschaftlich ist durch bei uns beiden. Das Ding ist halt einfach, wir haben halt einfach auch vor der Wiedersehen-Show, weißt du, wo wir dann wieder Kontakt hatten und ich mich halt auch entschuldigt habe, über die Sachen und Dinge gesprochen haben, habe ich alles auch immer in Kenntnis gesetzt. Wir waren dann einfach zum Teil wirklich auch schockiert gewesen, dass sie halt dann einfach, was man dann auch auf Nachhinein, auch auf Promiflash liest, was sie da auch gegenüber mir so sagt, wobei sie mir wortwörtlich gesagt hat, ich will alles, was in Frieden verläuft. Friedlich, hat sie ganz oft gesagt, genau. Ich möchte, dass alles friedlich ist. Ja. Genau, gut, das ist halt eine Sache, was ich halt nicht nachvollziehen kann, was ich halt einfach nicht verstehen kann, wenn sie sagt, so, okay, man telefoniert, spricht sich aus über die Folgen und wo ich mich da auch dann entschuldigt habe, ne? Und auch von ihrer Seite eigentlich keine negativen Gefühle mehr da waren für sie. Sie hat uns sogar alles Gute gewünscht und meinte, alles gut voll, so. Voll, ne? Ja. Und aber gut, ne?
Ja, die einzige Erklärung dafür kann ich mir nur vorstellen, ist, dass vielleicht mit der Ausstrahlung noch Emotionen hochkommen, wenn man vielleicht Sachen sieht, die man vorher gar nicht mitbekommen hat. Du ja übrigens auch, Umu, du wirst ja auch noch viel mehr Sachen von ihr gesehen haben, wo du jetzt im Nachhinein denkst, so, boah, warum hat sie das gesagt? So, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Wie war denn das mit der Geheimhaltung? Also, ich meine, ich meine, also das stelle ich mir auch immer so schwierig vor, weil man lernt sich dann irgendwie kennen und man ist dann irgendwie zusammen, aber also das spielt sich ja dann alles nur in den eigenen vier Wänden ab. Ja, also das war super schwierig. Das war auch so ein Knackpunkt, warum es dann am ersten Anlauf so ein bisschen Probleme gab. Weil, wie du sagst, man ist zusammen, aber man darf es niemandem erzählen. Durfte ja noch nicht mal vor der Ausstrahlung sagen, dass ich überhaupt bei diesem Format war. Und dementsprechend kann ich ja noch nicht mal meinen Freunden oder irgendwie so erzählen, dass ich überhaupt jetzt vergeben bin. Plus, man lernt sich kennen, aber wie du sagst, nur in den eigenen vier Wänden. Ja. Man kann weder mal draußen spazieren gehen, noch mal essen gehen, noch mal ein Date draußen haben oder mit Freunden auf eine Feier gehen oder auf einen Geburtstag. Gar Gar nichts, nichts. nur wirklich gar nichts, 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 Ja. nichts, nichts. Und das ist eine Sache, ein Punkt gewesen, wo halt auch wirklich extrem schwierig war. So Ja. irgendwann, Noch nicht mal sorry, ein Penny zusammen rein, nicht ja, mal einkaufen gar nichts, zusammen. wirklich gar nichts. Dann musste man vielleicht nochmal einkaufen gehen oder man bist du gerade zum Beispiel einkaufen. Und dann kommt Emma vielleicht raus, bin ich gerade hier bei ihr in Hamburg, kommst du wieder raus, dann sage ich, ja Schatz, Aber aber das das und und das, ja, das aber das und das und musst du wieder rein und auch allein. alleine Das und ist ja. mein Beispiel, aber von so vielen Punkten ein Beispiel einfach. Und auch besonders, ich finde auch, was besonders schwierig war, auch jetzt über den ganzen Ausstrahlungszeitraum, ist ja klar, dass wir es nicht sagen dürfen. Und ne, es war es auch so schwierig, das die ganze Zeit zurückzuhalten. Und normalerweise, wenn man ja auch in einer glücklichen Beziehung ist und auch stolz auf seinen Ja. Partner, also ne, man ist ja stolz auf die Person, mit der man zusammen ist, möchte man das natürlich am liebsten auch kundtun auch, und mit der ganzen Welt teilen. Ja. Und das die ganze Zeit so zurückzuhalten, besonders auch für mich, Umut da immer, Umut noch der Freund von Jana Maria, ist für mich natürlich auch ein bisschen Okay, unangenehm. Ne? Dass immer es hieß so, ja, Umut ist ja mit Jana und auch immer auch noch die Bilder und Videos auch von den beiden an sozusagen zu sehen, ist natürlich auch ein bisschen komisch für mich, ist ja ganz klar. Wie geht denn das jetzt weiter? Also ich meine, 10 Stunden Entfernung ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt die Optimallösung auf Dauer, oder? Nee, Nee, definitiv nicht. definitiv nicht. Aber ich glaube, nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass es dafür irgendwann vielleicht in der Zukunft, wer weiß, lasst euch überraschen. Genau, wollen wir nicht zu viel verraten jetzt. Nicht zu viel verraten, genau im Voraus. Mal gucken, wohin uns unser Weg führt. Genau, also ne, wir haben schon über mögliche Optionen gesprochen. Wir sind auf jeden Fall in der Zukunftsplanung und was genau dann da geplant ist, werden wir dann noch in der Zukunft erzählen. Jetzt interessiert mich natürlich noch so am Ende, also ich meine, dass sich das jetzt, das Format für euch beide wahrscheinlich erstmal gelohnt hat, muss ich jetzt wahrscheinlich nicht fragen, auch wenn, also klar, der Ausgang hätte anders verlaufen können, wissen wir alle, aber ihr habt euch gefunden. Insofern würdest du wahrscheinlich sagen, Emma hat sich gelohnt und du, Umut, auch. Ja, Ja, auf jeden Fall, klar. definitiv. Also ich bin sehr, sehr froh. Ich bin Stand der Dinge jetzt einfach, auch wenn man so viel durchgemacht hat mit der Und Ausstrahlung, jetzt auch noch mitmachen wird. ja, genau, oder mit Da dem ganzen kommt. Shit und allem drum und dran. Meistens lernt man dann in der schweren Zeit, wo Mit dem man meisten Schmerz. mit dem meisten Schmerz sehr, sehr viel dazu. Sehr viel dazu. Und das ist etwas, was uns jetzt einfach als Paar auch sehr stark gemacht hat. Ja. Definitiv. Und ich wollte gerade sagen, es war eine einmalige Erfahrung. Und ich bin natürlich einfach dankbar auch für die Erfahrung und natürlich auch, dass ich halt Umut dann kennenlernen durfte auf diesem Wege, auch wenn das vielleicht nicht der eleganteste Weg war. Sollte es aber wohl letztendlich so sein, weil ich der festen Überzeugung bin, nichts passiert ohne Grund. Und letztendlich, ja, war es auch das Beste für beide Parteien, also Jana Maria und Umut auch, dass sie Klarheit über ihre Beziehung gewinnen konnten. So. Könntet ihr euch vorstellen, das ist natürlich eine sehr naheliegende Frage, aber zusammen ins Sommerhaus der Stars zu gehen? Also Vorstellung, die Vorstellung ist da, ja. Ja, also ja, Das, ich könnte es mir gut vorstellen. ja. Einfach, weil ich so ein ehrgeiziger Mensch bin und ich liebe es, Challenges und sowas zu machen. Und ich hätte halt übel Ja, Bock mit das, Umut. ja, also Warte wir mal, weil wir auch in der Villa, auch in der Villa und so ja auch Spiele gemacht haben immer. Also irgendwie leider da nicht geschafft haben. Und ich glaube, dass wir halt jetzt echt zu einem starken Team zusammengewachsen sind, dass ich echt Lust hätte auf die Herausforderung. Aber ja. So, mein Ding ist einfach mal den Leuten einfach zu zeigen, dass das, der ganze Shitstorm, der ganze Hate,
juckt uns nicht. Wir als Paar sind glücklich. Wir wollen es uns selber gemeinsam beweisen und einfach mal uns selbst auch beweisen zu können, dass nicht nur die Format oder das Format bei dir ist jetzt ein Format gewesen, bei mir sind es drei Formate, so gesehen auch ein Dating-Format, dass man auch anders kann, dass man auch ehrgeizig ist. Dass man oder beziehungsweise auch wohl eher eine andere Seite von sich dann auch mal die Möglichkeit hätte zu zeigen. Also davor, Temptation wird ja immer sehr auf sexuelle Handlungen und so weiter und so fort reduziert und es geht nur ums irgendwie, ne? Ja. Um die Verführung und so. Genau, es ist natürlich sehr oberflächlich und ich glaube, im Sommerhaus der Stars wäre das eine coole Möglichkeit für uns, uns mal von der anderen Seite zu zeigen, von der ganz persönlichen Seite auch und auch mal Einblick in unsere Beziehung, wie wir miteinander sind, zu gewähren. Und ja, ich glaube, das ist auch ganz cool. Gut. Jetzt sind wir mal gespannt. Ich fand das jetzt sehr interessant, einfach nochmal so ein bisschen diese Lücke zu schließen, quasi zwischen diesem letzten Lagerfeuer und dem Wiedersehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich werde das beobachten. Und wenn ihr noch Fragen da draußen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt den beiden gerne bei Instagram, ist alles unten verlinkt. Ich würde euch trotzdem bitten, ich weiß, für viele ist das ein sehr emotionales Thema, auch zu Recht, bitte sachliches Feedback. Und dann verabschiede ich mich erstmal bei euch da draußen, bei euch auch. Tschüss. Ciao. Ramon, wir danken dir. Danke. Mach's gut. Ciao.